habe eine Reise von 42 Tagen um mein Zimmer unternommen und beendet. Die interessanten Beobachtungen, die ich gemacht und das stete Vergnügen, das ich unterwegs verspürt habe, erweckten in mir den Wunsch, es zu veröffentlichen. Die Freude, welche man am Reisen in seinem Zimmer findet, ist gegen die blinde Missgunst der Menschen gefeit. Sie ist von Fortuna unabhängig. Ich bin sicher, dass jeder vernünftige Mensch, was für ein Charakter er auch haben und welches auch immer sein Temperament sein mag, sich mein System zu eigen machen wird, sei er geizig oder verschwenderisch, reich oder arm, jung oder alt, in der heißen Zone oder am Nordpol geboren. Er kann so wie ich reisen.